Köppelbett. Ja, ich habe eine ganz fein gerissene Stute gesehen, mit ganz, ich spreche es jetzt mal bewusst, die Durchlässigkeit an, mit einer guten Durchlässigkeit, mit guter Selbsthaltung. Und was uns richtig gut gefiel, immer schön offenes Genick, ganz sichere Anlehnung, die Übergänge sicher vorbereitet, Hinterhandwendung ganz korrekt mitgefußt. Das gefiel schon richtig gut. Mit den Noten hier für den Trapp, ein Pferd, was energisch und fleißig unterwegs ist in der Wolte. Da wünschen wir uns jedoch die Lenkspiegelung vielleicht noch ein kleines bisschen verbessert, aber auch den Trapp hier in einer guten Selbsthaltung, auch die Schlangenlinie ganz sicher getragen. Auch hier in den Schlangenlinien die Lenkspiegelung links ein klein bisschen verbessern. Für den Trapp die 8,0. Für den Schritt sicher und geregelt mit gutem Auftritt streiten 8,5. Im Galopp das Pferd sicher im Durchsprung, den Mittelgalopp sicherlich mit genügend Risiko herausgeritten. Wünschen uns den aber vielleicht so ein klein bisschen mehr im Bergauf. Die Außengalopptour war auf beiden Händen ganz sicher ein glattes Gut, 8,0. Die Durchlässigkeit habe ich angesprochen, die Wertmeldung hier 8,5 und für den Gesamteindruck ein Pferd mit einer wirklich guten Perspektive, mit guter Versammlungsbereitschaft und ganz gehorsam hier bei der Reiterin 8,5 als Endnote die 8,0.